Servus Leute, zurück zu Let's Plays Sunhaven. So, ich habe schon mal alles bewässert. Ich bin noch nicht fertig hier. Tatsächlich wollte ich ja noch ein bisschen weiter pflanzen. Hier Cotton Seeds zum Beispiel. 5 Stück kann ich hier unten hinsetzen. Dazu müsste man aber erstmal was sehen. Ich sehe nichts. Ich habe schon alles entangled. Ich muss hier leider erstmal aufräumen. Das heißt leider, das ist auch wichtig. Wir brauchen das Holz sowieso bald. Ich möchte nämlich das mit den Fischen auch endlich abschließen und hier überall Netze anbringen. Deswegen muss ich hier Platz schaffen, weil was ich beim letzten Mal zum Beispiel nicht gesehen habe, wir waren schon unter zeitlichen Druck ziemlich stark, aber etwas, was ich übersehen habe, die Trauben, die ich gepflanzt habe, die waren heute früh kaputt. Weil ich habe vergessen, sie mit Mana zu infusen. Scheinbar. Also ich glaube, das waren Trauben. Ich hoffe, es waren Trauben. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das Problem dabei war... das Problem bei den Trauben, oder bei dem war... Ja, es war halt verdorben jetzt gerade. Es waren kaputte Crops, die da rausgekommen sind. Nicht wünschenswert, somit. Hier in dem Gebiet. Deswegen kann ich das schon mal hernehmen für auch ein bisschen Cotton Seed. Das ist zwar ein bisschen blöd, weil das ist dann an einer Stelle, ja, wo das Gießen nicht so leicht ist. Aber ich musste das auch loswerden, weil ich sehe zum Beispiel diese Tangled-Sachen nicht. Tangled ist bisher das Nervigste. Ich weiß gar nicht, gab es im Frühling eigentlich irgend so einen Effekt? Also Tangled ist nervig, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß gar nicht, was es macht überhaupt. Also was hat das so einen Effekt, wenn ich nichts tue? Genauso mit dem Feuer. Hat das irgendeinen Effekt, wenn ich nichts tue? Ich habe es nie ausprobiert. Und auch nicht recherchiert. So, bevor wir hier weitermachen, und hier werden wir weitermachen, muss ich mal schnell nach Nevari. Ich habe ja, glaube ich, noch eine Scarecrow. Genau, die können wir dort auch aufstellen. Ich hoffe, die wirkt auch. Und dann müssen wir nicht mehr so häufig... Ja, ja, sehr gut. Mehr ist fertig geworden. Dann ja genau, Dead Crop. Death Crop. Den Fisch, ja, der kostbare Fisch wurde von mir verschlungen. Tatsächlich, das ist da drüben wichtiger. Die drei sind deutlich wichtiger. Glaube ich zumindest. Gegossen werden kann es, obwohl es umwickelt ist. Oh, das ist ein seltener Fisch. Den muss ich mir gönnen. Perfekt. Ah ja, das ist tatsächlich, glaube ich, einer der... Das ist sozusagen der Golden Carp, würde ich mal sagen, von diesem Gebiet. The Golden. Sehr schön. Na, den kann man ja sammeln. Ja, das Chaos vom letzten Mal müssen wir heute auf jeden Fall bereinigen. Was habe ich? Feuerfrüchte. Eine will ich fürs Museum. Oh no! Na gut, die sind schnell fertig. Die habe ich vergessen. Waterfruit. Indiglow. Rockfruit. Wir brauchen eine Rock... ich brauche Platz. Eine Indiglow. Feuerfrucht. Wasserfrucht. Brauchen wir fürs Museum. Jawohl. Ja, ich habe noch kein Pet geleasht. Habe ja auch beim letzten Mal gekauft. Ah, halt. Ich will auch hier nicht erfahren, was passiert, wenn man das nicht macht. Also wieder zurück. Damit haben wir unseren Job hier erledigt. Bis alles fertig ist. Dann können wir die Farm hier eigentlich wieder links liegen lassen. Weil
Warum brauchen wir die? Warum sollten wir sie brauchen? Ist die Frage. So. Dann brauchen wir hier auch noch ein paar Felder. Dann machen wir hier ein paar Felder. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch habe. Es ist noch einiges. Das machen wir ganz unten, würde ich mal sagen. Cotton Leaves. Das ist klüger, wenn ich hier noch einen hinmache. Weil dann muss ich nicht so häufig dort gießen. Ah, diese Sachen muss ich halt. Die Cranberries. Ah, was war mit den Cranberries? Die können wie häufig wachsen und sowas? Ist auch häufig, oder? So was haben wir. Ja. Die Garlic muss auf jeden Fall gepflanzt werden. Dann haben wir es. Oder wie lange braucht Garlic? 7 Tage, 4 Tage. Dann kommt der Garlic oben hin. Bisschen Erfahrungspunkte sammeln beim Gießen. Denn why not? Oh, ich sehe schon, ich muss sehr häufig hier mit der Axt rum. Wegen dem Entangled. Oh, was wir auch nicht angeschaut haben, was gibt es denn im Herbst? Für die Herbst-Tokens. Als Belohnung. Das können wir, glaube ich, auch gleich mal machen. So. Damit müsste die Farm erstmal gut sein. Den finde ich eigentlich ganz stylisch. Pet, nee, nicht Pet. Wie leash ich? Take, wie mache ich das? Leash. Ah ja. Your new best friend. Kann ich das jetzt wegmachen? Oh ja, dann folgt er mir weiter. Okay. Ja, ich finde den, der ist, glaube ich, am stylischsten. Und der steigert jetzt meine Erfahrungspunkte für Exploration jede Ingame-Stunde. Und ja. Ist doch ganz cool. Das braucht man nicht. Das muss in ein Museum, das muss in ein Museum. Das muss in ein Museum. Das muss ins Museum. Fisch können wir mal abgeben. Brauche ich Leash jetzt überhaupt? Ich glaube, die Leash kann ich jetzt ablegen, oder? Jawohl, folgt mir weiter. Sehr gut. Dann ist doch alles wieder normal geworden. Sehr gut. Okay. Tja, das werden noch Arbeiten, hier alles zu sortieren. Same, was? Warum habe ich 2 von den Firefruits? Okay, ein Greenroot Seed habe ich. Der kann hier mit rein. Weizen genauso. Stimmt, die habe ich auch noch. Von wo habe ich die denn nochmal her? Ach, glaube ich im Dungeon, in der Mine relativ unten habe ich die manchmal gedroppt. Ja, ganz nett. Die können jetzt verstaut werden. Die pflanze ich gleich mal irgendwo hin. Ja, gönn dir hier den Platz. Bum, bum. Die Fliege. Habe ich irgendwo mal die Fliege gesammelt? Vielleicht bei... bei solchen Sachen? Scheinbar habe ich die Fliege nie gesammelt. Na gut, dann werfen wir sie weg.
Nee, vom Inhalt her, vom Text her. Ach ja, der Starfish. Der Starfish muss auch in die Tonne wieder. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Er hat seinen Dienst erfüllt und mir ordentlich Mana gebracht. Halt, bei den Monstersachen. Hier haben wir ein paar Sachen. Dann haben wir Weizen. Gems. Mensch, das alles. Ich muss das echt. Ich muss da echt mal einen ganzen Tag hernehmen und sortieren und Ordnung reinschaffen. Ein anderes System überlegen. So langsam kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich weiß, was alles auf uns zukommt. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die brauche ich. Das brauchen wir nicht. Ah, das brauchen wir auch nicht zwingend. Okay, 3% und ein bisschen Bonus-Erfahrungspunkte. Jawohl. Ich hoffe, das bleibt jetzt ewig. Da muss ich die Leash nicht extra in meinem. Also die Leine muss ich dann halt extra in meinem Inventar mitnehmen. Kartoffelsamen? Kartoffelsamen, sehr gut. Ja, free Kartoffelsamen. Why not? Genauso mit Free Wheat. Wheat is sweet. June's Honey. Paper. Stimmt, Honig haben wir auch noch. Jetzt können wir mal die Leute mit vom Knitting. Hier sind lauter neue Leute. Das ist cool, dass sich die Stadt auch ein bisschen personell verändert. Ah ja, da drüben wollten wir hin. Sieht herbstlich aus. Jawohl, Oktoberfest. Was gibt es hier? Russell. Oh, Russell sieht lustig aus. Sieht aus wie ein Pokémon. Oder ein Digimon. Sieht aus wie dieses eine Digimon, was sich in Angemon verwandelt. Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ein Eulenbär. Das sieht, hört sich groß an. Das ist halt voll die. Voll das Equipment für Magier. Mana Rack und Spell Damage. Und dann kommen die Gegner, die immun sind. Ja, Perfect Sense. Das freut ihn aber nicht. Er kriegt keinen extra Herzen. Makes sense to me. Jawohl, das freut ihn. Dass ich mit ihm einer Meinung bin. So leicht ihn zu bezaubern. Ich habe noch viel Geld, tatsächlich. Ich sollte dieses Geld investieren in Gelddruckmaschinen. Cranberries zum Beispiel. Seht her, ich habe 4 Punkte Erfahrungspunkte bekommen. Bloß weil mein Tier dabei ist. Ich überlege gerade, will ich meine Farm erweitern? Ach, ich will in ein Museum, stimmt das? Da war ja was. Museum. Ein paar Sachen im Museum abgeben wieder. Das füllt sich immer mehr. Ich muss mal nachfragen, wie viel Prozent ich schon habe. So langsam. 50% habe ich bestimmt schon geschafft. Und es sieht so aus, als wäre es gar nicht unmöglich, das Museum komplett zu füllen. Ich weiß gar nicht, was das Seltenste ist. Hier Dizzys Kristall vielleicht, der ist so ein bisschen wertvoll und schwer. Aber sonst? Nevari Farmed Stuff. Jawohl. Es fehlt nur noch Cattail, das wächst, Mana Gem wächst und Windscheiben wächst. Sehr gut. Wunderbar. Dann fragen wir doch gleich mal, ob es erstmal wieder einen Reward gibt und zweitens, wie viel Prozent wir schon haben. Nein. Schwach. Was ist der Progress? Ja, gerade so. Gerade so die Hälfte jetzt überschritten. Geil. Geil oder traurig. Ah, the Golden Pomegranate. Hier damit.
Much appreciated. Die Max-Stats-Verbesserung. Sehr, sehr schön. Ah, hallo. Dich sehe ich nicht so häufig. Immer mit dir quatschen. Ich hätte das vielleicht früher machen sollen mit den... Ja, erstmal loben oder halt so. Oh, das sieht auch herbstlich aus. Ah! Oh, das ist gefährlich. Und Lynn's Mom ist da. Ja, es gibt ja auch irgendwelche Boni hier, wenn man mit den Leuten viele Herzen hat und sowas. Ich glaube, ich habe die gar nicht entwickelt, oder? Ich bin mir nicht sicher. So, ach so, immer noch die Frage. Will ich hier mehr? Wie viele Plätze hätte ich denn noch? Ja, ich will mehr. 1, 2, 3, 4. Moment, ich muss absteigen. Das ist so nix. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 und 15 sind 33. Dann kaufe ich mir noch 33 Cranberries. Die passen hier schön. Moment. 33 Cranberries? Nein. 38 Cranberries kommen. Jawohl. 38 mal Cranberries und dann wird aus Cranberries richtig Geld gemacht. Das wird hier eine Gelddruckmaschine. Die geben zwar einzeln wahrscheinlich nicht so viel, aber dadurch, dass sie mehrmals tragen, macht's halt Quantität. Hoffe ich einfach mal. Und Erfahrungspunkte gibt's dadurch auch. Ah ja, die Grapes. Machen wir nochmal. Diesmal infuse ich auch Mana. Shit, wie viel waren's? 38. Wunderbar, wunderbar. Sehr gut. Okay. Dann wird die Farm richtig vollgestopft. Mit Stuff. Ich könnte jetzt noch Dünger verwenden, aber nee. Ja, wo machen wir das hin? Das ist ja schnell geerntet, beziehungsweise schnell gemacht. Ja, das kommt hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, diesmal denken wir ans Infusen. Wunderbar, dann sind sie nämlich morgen fertig. Obwohl ich sie eigentlich schon haben sollte. Das einzig Nervige an Cranberries ist diese Stangen. Aber was soll's. Ich muss echt absteigen. Das ist echt nervig so. Wir waren schon in Elvari, oder? Oh, ich vergesse es immer wieder. Aber glaub... Ja, doch. Waren wir in Elvari? Ich glaube schon. Doch. Wir waren in Elvari. Oder? Ich bin mir tatsächlich nicht mehr so sicher. Egal. So, wunderschön. Das sieht... Ach, das ist eine Farm. Das ist vollgepackt. Das sieht doch Geld aus. Apropos Geld. Ja. Als nächstes Fische. Um die Fische jetzt zu bekommen, werde ich jetzt alle Bäume abfarmen, die ich hier auf der... auf hier einfach habe. Das wird hoffentlich gute Erfahrungspunkte geben bei Exploration. Ah, alles muss weg. Auch die kleinen Bäume. Ich kann da sowieso nicht unterscheiden. Ich sehe schon, das ist nicht so schön alles... alles so vollgepackt. Ja, jetzt komme ich nicht mehr an den... Doch, da kommen wir auch anders hin. Ich hoffe einfach, dass ich danach nicht mehr so viele Bäume brauche. Die Bretter, die ich aus den Holzstämmen mache, hoffentlich reichen dann für den Rest des
spielt. Ich hätte ja auch skillen können beim Fischen, dass ich weniger Ressourcen brauche für die Netze, aber ich dachte mir, einmal die Netze alle gemacht und dann ist es gut. Da muss man nichts mehr machen. Interessant, ich krieg noch Mana. Nee. Maximale. Doch. Ja. Ach, das sind noch nicht alle ausgewachsen, wie es scheint. Ah. Ach so, das ist natürlich schlecht. Ich dachte hier, die sind alle ausgewachsen. Aber ja, die habe ich relativ frisch hingesetzt, glaube ich. Naja. Sei es drum. Wir müssen mal hier wieder Übersicht bekommen. Unten links, da wird auf jeden Fall alles zu holen sein, was möglich ist. Ich kriege auch jede Menge Samen wieder zurück, Saplings wieder zurück. Da kann ich auch wieder... Das ist ein kleiner Baum. Das ist ein kleiner Baum. Da wird es wahrscheinlich auch bald wieder ein Monster geben für den Herbst. Also um die Farm herum sind Bäume nervig, weil dann sieht man nicht so gut. Im echten Leben ist es was anderes. Im echten Leben denke ich mir immer bei den ganzen Ackerländern oder Farmgebieten hier in Deutschland, ah, da würden ein paar Bäume dazwischen auch mal ganz gut tun. Ganz gut aussehen, aber ja, ist halt alles nur Farmland. Ja, traurig, nicht wahr? Hier oben, ja, viel. So viele Erfahrungspunkte, wie man... Also ich habe tatsächlich mehr erwartet von den Erfahrungspunkten. Muss ich leider zugestehen. Wie viel Holz haben wir? Ich kann schon mal das Holz zum Schrein ergeben. Wir brauchen sowieso wahrscheinlich noch mehr. Also von daher können der Crafting Table doch schon mal loslegen. Nein, das nicht. Oh, fast hätte ich mich verklickt. Das da. Das wird auch eine Weile dauern. 400 Bretter... Ja, ich brauche 1150. Also ich habe 900 ein paar zerquetschte jetzt erst. Bedeutet, da muss noch was geschehen. Tja, dann geht's dem Wald jetzt an den Kragen. Zeit zu ernten und dann wird auch Platz endlich für andere Dinge im Leben. Zum Beispiel die Blumen. Und Beehives. Aber auch dafür brauche ich ja, glaube ich... Oh stimmt, das könnte ich mal nachschauen. Für Bienen und Honig und so ein Zeugs. Da brauche ich doch bestimmt auch Bretter. War das... Konnte man die hier machen? Beebox. Ja, auch dafür werden Bretter benötigt. Aber nicht so viele. Dafür brauche ich vielleicht maximal 400. Also ich glaube 10 Stück für jede Art von Bienenhonig so in etwa. Das könnte ich mir vorstellen. Deswegen her mit dem Holz. Das wurde auch teuer gepflanzt. Ich habe ja die ganzen Bäume gekauft. Oder viele davon gekauft. Ich habe ja sehr viel Geld in Akans Samplinge im Laden ausgegeben. Deswegen, ja. Prinzipiell ist es das. Das wird jetzt meine nächste Tätigkeit, hier alles abzufarmen und zu exploren. Aber, da das langweilig für die Folge wäre, gehen wir jetzt einfach auch mal nach links. Weil wir haben zwar rechts alles erkundet und so, ob sich da was verändert hat, aber links haben wir das nicht. Wir haben bloß hier mal reingeschaut, da war es zwar ganz nett, aber mehr nicht. Wir haben auch nicht geschaut, ob noch ein Snackoon irgendwo ist. Und dadurch... Ah, da ist wieder so ein Verletzter. Das hatten wir schon mal. Get some help. Okay, wieder so eine Quest mit... den Arzt sammeln. Ja, genau. Und da ich nicht mehr weiß, ob ich in Nevari überhaupt war, passt das doch auch ganz gut. Mein Erbsenhirn riecht nämlich Essen. Essen, was ich vorbereitet habe und was langsam meinen Hunger steigert. So, jetzt gehen wir zum Arzt, sagen ihm Bescheid, da ist ein Verletzter draußen, kriegen eine Belohnung, ist gut. Ich habe es letztes Mal, glaube ich, erwähnt, dass schon lange keine Quest dieser Art gekommen ist. Ja, eine verletzte Person gefunden. Reward. Ooh, yeah.
Schmierig. Das ist das Wertvollste. Nein, das vom Wert her ist das das Wertvollste. Okay. Von der Rarität war das andere wertvoller. Okay, so. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ich möchte... Ja, es dürfte reichen, bis zur anderen Farm zu kommen. Speed! Ich muss hier einen Weg durchmachen. Einen reinen Weg, wo keine Bäume und Werkbänke in den Wegen. Ich muss echt mich mal um die Farm kümmern. So langsam kenne ich die ganzen Mechanics. So langsam weiß ich, was mich alles erwartet. Also Zeit, eigentlich mal was Richtiges zu machen. Oh ja, wenn hier ein paar kostenlose Bäume rumstehen, nehme ich sie natürlich mit. Ah, jetzt kriegen wir keinen Mana mehr. Also maximales Mana durch den Skill ist auch erloschen. Das geht immer. Trail Mix. Bisschen Mana. Oh, wieder ein Griffin Egg. Dragon Fang. Haben wir, glaube ich, schon. Oder wo kommt es her? Oh, ich habe jede Menge. Ja, ich muss noch mehr. Sowieso farmen. Ja, das werde ich auf jeden Fall offscreen machen. Ich werde den Wald abfarmen. Ich würde wieder aufräumen auf der Farm. Bisher kein weiterer Snack gut zu sehen. Oh, schau dich die Sandy Pillars an. Die sehen ja stylisch aus. Die wären ja zu richtigen. Ah ja, klar. Sandy Pillar ist doch eine Raupe, oder? Die werden langsam zu Schmetterlingen oder was auch immer das sein soll. Bin mal gespannt, ob im Winter dann irgendwas aus denen passiert. Übrigens, was ich gelesen habe, auch andere Spieler finden es komisch, dass dort oben der Slime-Boss immer wiederkommt. Es macht zwar Sinn, wenn er vielleicht ab und zu mal wiederkommt, aber dass er direkt nach dem Kampf noch da ist und instant wieder triggert, ist, glaube ich, auch ein Bug im Spiel. Gut, es war relativ offensichtlich, dass es ein Bug sein wird, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Ich bin auch recht überrascht, also ich habe gesehen, das Spiel hat mehrere Bugs. Zumindest beschweren sich mehrere über die Bugs. Bisher habe ich zum Glück weniger bemerkt. Aber anscheinend gibt es auch einen spielentscheidenden Bug am Ende. So, oder halt irgendwie mit der Hauptquest, dass die nicht weitergeht. Na, hoffentlich kommen wir nicht in diese Situation, dass das bei mir auch der Fall sein wird. Das wäre dann schade. Das wäre dann sehr schade. Elite Leafy! So, mich interessiert auch der Wald in Elvari. Da ist zwar keine besondere Saison, aber naja. Übrigens bin ich schon ein bisschen schneller, weil ich habe jetzt schon 85%. Ein Skillpunkt noch, dann bin ich 100% auf dem Tierchen. Ich hätte bloß noch gerne ein Pet, das nicht so überdimensioniert ist. Das muss nämlich nicht sein. Das brauche ich nicht. Okay, hier hat sich nichts verändert. Also, die haben sich nicht verändert, will ich damit sagen. Puh, mein Inventar ist auch recht voll. Oder? Naja, geht doch. Geht. Das geht ja noch easy. Habe ich jetzt schlimmer erwartet. Schön die Beeren mitnehmen, damit ich fliegen kann. Schön die Mana-Tomes. Oh, das ist immer sehr schön, wenn so ein Mana-Tom rumliegt. Das ist einfach etwas sehr Belohnendes. Finde ich zumindest. Das ist halt maximale Stat-Verbesserung. Instant.
ohne Nachteil. I love it. Alt. Oh, eine Beere habe ich vergessen. Das war knapp. Die hat mich fast erwischt. Oh, reiche Ernte hier im Wald. Jetzt sich zwar vielleicht herbsttechnisch nichts verändert, aber reiche Ernte. Der Baum war mal golden. Da habe ich die goldene Himbeere her. Von dem Baum. Bei so vielen Bäumen, die hier rumstehen, überlege ich mir, brauche ich die Obstbäume überhaupt für 100.000 in meinem Garten? Naja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Sehr viele Runen. Das ist... Nee, nehme ich nicht mit. Das nimmt bloß Platz weg. Ist nicht notwendig. Also ich brauche es noch. Ich weiß nicht, für was ich es brauche. Ich habe mir die Crafting-Station einfach noch nicht angeschaut. Vielleicht brauche ich es nicht. Am Ende ist ein gutes Spiel ausgezeichnet dadurch, dass man alles immer gebrauchen kann. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Ja, Exploration. Exploration. Das ist es, oder? Bonus Gold, genau. Das da war's. 100%. Perfect Balance. Jetzt bin ich genauso schnell auf meinem Reittier. Das Tier dort oben noch. Was hat das nochmal gebraucht? Aber das ist ein ganz normales. Käsekuchen und irgend so ein Drink. Den Drink kann ich kaufen. Käsekuchen müsste ich machen. Vergesse ich sowieso in den nächsten Sekunden wieder. Na gut. Dann hat sich hier nichts verändert. Okay, die Zeiten wirken sich anscheinend bloß auf Sunhaven. Macht's auch, glaube ich, angenehmer, weil... Okay, wir waren hier. Kann ich mit dir... Pettigriffen? Ah ja, irgendwann kann man nicht mehr reisen. Na gut, dann muss ich halt hier nächtigen. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Katsching. Glaube ich zumindest, oder? Müssen wir dringend zurück? Nee. Ich kann die Sachen, die ich gefunden habe, noch verkaufen. Aber ansonsten haben wir es gut geschafft. Gut alles erkundet. Festgestellt, viel Besonderes gibt es hier nicht mehr. Ist auch okay. Muss ja nicht immer exotisch sein oder irgendwas passieren. Jawohl. Dann freut es mich, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.